Hallo. Hallo. Weiter geht's beim Aufräumen unserer Tieren und Schminksammlung. Hier haben wir jetzt meine erste Blaschschublade, mega unsortiert, mit diversen Kabukis noch dabei. Und ja, da muss ein bisschen Ordnung rein. Und bis jetzt, momentan, habe ich noch den. Na, wie heißt es schnell? Das Get Ready With Me lädt gerade noch hoch. Und in der Zeit wollte ich meine Blushes jetzt mal sortieren. Und mal gucken, ob das halbwegs sortiert ist. Eigentlich soll hier P2 drin sein. Und gar kein Catrice und Essence. Also tue ich schon mal die raus, die hier eigentlich gar nichts verloren haben. Die hier nur drin sind, weil sie unten in die Catrice und Essence Schublade nicht mehr reingepasst haben. Und das ist so P2, Trended Up, Alverde, alles was nicht zu Catrice und Essence quasi gehört, ist hier mit drin. Und das ist schon mal Catrice und Essence, was ich da nur reingetan habe, weil ich unten keinen Platz mehr hatte in der Schublade. Und die kommen ganz gut an, die Videos. Oder das Bronzer-Video ist jetzt schon ganz gut angekommen. Ich hoffe, das Highlighter-Video kommt auch gut bei euch an. Und ja. Ich nehme wieder zum Sortieren nehme ich wieder meine Schubladeneinteiler. Die liebe Eva hat kommentiert, dass sie da auch Einteiler hat von IKEA. Da gibt es wohl auch welche. Ich hatte die online nicht gefunden, deswegen dachte ich, die haben keine, aber die haben wohl doch welche. Die hier sind jetzt von Amazon, da kosten 32 Stück, also jeweils 4 Stück in einer Packung und dann kriegt ihr insgesamt 32, kosten 20 Euro. Es gibt auch noch eine kleinere Verpackungseinheit, aber ich dachte mir, wenn ich meinen ganzen Alex hier einmal durchsortieren will, wie gesagt, Highlighter. Ja, das seht ihr jetzt nicht, aber die Highlighter haben wir ja schon sortiert mit diesem System. Und so hätte ich die Blushschubladen jetzt auch ganz gerne. Ja, die habe ich mir jetzt bestellt. Es gibt auch welche aus Plastik, die sind jetzt aus Papier. Und die sind von Jedermann. Und hier ist dann so, wie man das machen kann. Ich persönlich habe ja gesagt, dass ich handwerklich nicht begabt bin und dazu stehe ich auch. Also alles, was so mit handwerklichen Tätigkeiten zu tun hat, ist für mich sehr schwierig. Und also meine Ausbildung und meinen Meister habe ich nur geschafft, weil ich es wahnsinnig gerne wollte. Also das war, ich wollte unbedingt diese Ausbildung schaffen und dann wollte ich unbedingt den Meister schaffen und deswegen hat das dann geklappt im Endeffekt. Also ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie irgendwelches handwerkliches Talent besitze. Hier ist einmal das Herzchen rausgebrochen. Break my heart. Aber wenn man was wirklich will, dann macht man das halt und man übt es dann so lange, wie es braucht, wie es braucht, bis man es kann, ne? Also ja, aber oh, guck mal, hier haben die Kabukis haben ein bisschen meine Schublade geharrt. Ich liebe Kabukis. Ich glaube, das habt ihr schon mitgekriegt. Ich benutze sehr gerne Kabukis. Und ich liebe sie und gerade wenn die schön aussehen, dann ist es meistens um mich geschehen. Wow. Ja, gut. Das ist also alles, was nicht Catrice und Essence ist. Ja, ich wische die dann auch noch mal ordentlich aus. Okay. So. Ich muss mich jetzt einmal ein bisschen konzentrieren, weil ich habe mir,
Ich habe nämlich Folgendes zurechtgelegt in meinem Kopf. Und zwar... Oh Gott, jetzt steht die Kamera da drauf. Das ist so ein Akt, dieses Kamerastativ hier ordentlich hinzustellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und zwar möchte ich gerne bei diesen Schubladen ganz weit hinten den Trenner einsetzen, weil man hier hinten besser rankommt als bei den anderen. Wisst ihr, was ich meine? Also bei diesen Trennern ist es so, dass... Also bei diesen... Ach Quatsch, bei diesen Trennern. Bei diesen Schubladen ist es so, dass man hinten besser rankommt als bei denen schmal. Da kommt man ja hinten nicht so gut ran. Also da sieht man auch nicht so gut. Aber bei den tieferen Schubladen kann man bis hinten eigentlich Sachen reintun, weil man bis hinten auch rankommt. Hallo. So. Den würde ich mir jetzt gerne noch zuschneiden auf... Oder mache ich das so? So ist auch gut, ne? Okay. Dann brauche ich noch eine Packung. Es soll ja auch nichts hier irgendwie verschütt gehen oder so. Und dann brauche ich diese Länge. Ungefähr. Oder bis hier. Ja. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt richtig überlegt habe. Wenn nicht, ich habe ja genug bestellt, ne? So. Schön weit hinten den Trenner einsetzen, dass hier möglichst wenig Platz verloren geht. Vielleicht noch einen weiter hinten. Ja, das sieht doch, das passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Vielleicht für die Stabilisierung vorne noch einen einsetzen, würde ich sagen. Wo habe ich denn jetzt das Ding, was ich... Wo habe ich denn jetzt den anderen Schnitt? Leute, ich muss erst mal... Hier, ich habe mir so einen Eiskaffee vom Mc's geholt. Wo habe ich denn jetzt meinen Zuschnitt? Bin ich jetzt doof? Wo habe ich denn das Stück, was ich gerade abgeschnitten habe? Ey, das gibt's nicht, oder? Das ist ein bisschen... gruselig gerade. Ach da, in meinem Schoß. So, klatsch. Einmal auf den Boden. So. Okay, machen wir das anders. Oh. Ich bin so ein Profi. Ich schnibbel mir das jetzt hier mal so zurecht. Nicht schön, aber selten. Könnte das Video auch heißen. Ja, also an alle, die Do-it-yourself-Kings und Queens sind. Euch wird das Herz hier bluten, während ich hier mir einen zurecht bastle. Aber ich hoffe, ihr überlebt das. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu geschockt. Aber ich habe gerade voll Lust, das hier alles zu organisieren und zu machen und zu tun. Und ja, das irgendwie habe ich da gerade extrem Lust drauf. Ich habe jetzt hier nochmal ein Stück zurechtgeschnitten. Das ist eine interessante Variation, glaube ich, dieser Aufbewahrungsmöglichkeit. Aber ja, jetzt habe ich hier schöne lange Dinger, Reihen.
Und zum Beispiel hier an die Seite könnte ich meine Kabukis, ne, das ist ein bisschen zu dick. Hier könnte ein Kabuki hin. Und der hier vielleicht daneben. Und der Lütte vielleicht hier vorne rein. Und dann haben wir hier noch zwei große. Dann ist das so meine Kabuki-Ecke hier. Habe ich hier auch noch Kabukis drin? Seht ihr die Schublade? Ja. Genau, hier sind keine Kabukis drin. Hier ist eigentlich, guck mal, die sind schon mal falsch. Und da ist auch noch Misslin drin. Und hier haben wir noch Alverde. Gut, dann können wir die Einstellung gleich behalten für die untere Schublade. Das wäre ganz praktisch. Gut, die muss ich dann auch noch mit hier rein basteln. So. Ja, die Ecke, warte, ich wische das einmal ein bisschen aus. Hier mit so einem Putztuch, so ein feuchtes. Das sieht ja ein bisschen schlockerig hier aus. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich von meinen Make-up-Fingern. Wenn ich am Schminken bin und dann schon mein Make-up reingegrabbelt habe. Dadurch hat sich hier das so ein bisschen abgesetzt. Das sieht echt nach Make-up aus, was da an Flecken ist. Ja, ganz geht es jetzt auch nicht weg. Aber das passt schon so. Wollen wir jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst sein, oder? Gut, dann gucken wir uns mal an. Fangen wir an mit P2. Riesenschätzchen. Culture Spirit. Der hier war mega gejagt. Das ist 20 Harmony. Das ist ein gebackenes Produkt mit 10 Gramm. Und das ist so ein richtig schöner Braun-Rostton. Super schönes Teil. Die Verpackung ist humongous. Riesig. Nicht so schön zum Verstauen, aber ich könnte die niemals depotten, weil die Verpackung ist einfach mega. Und das ist Soulfulness, die 10. Ja, das sind zwei sehr schöne Schätzchen. Die müssen auf jeden Fall nach vorne. Dann haben wir hier Blushing Hearts. Das ist Triple Baked Blusher in Candy Queen of Hearts. Ich finde diese Herzchengeschichten ganz schön, aber ja, ich habe ja auch ein paar davon, auch ein paar Highlighter in der Form, aber irgendwie ist das halt unpraktisch, weil die meistens nicht so gut verarbeitet sind. Der ist ja eben schon rausgeflogen, jetzt klebt er wieder einigermaßen. Das ist der von Revalde Loop. Ist ein schöner, schimmernder Rosé-Ton, aber ja, ich benutze die irgendwie nicht so viel, weil die auch auf dem Schminktisch dann so viel Platz wegnehmen. So, P2 hatte ich gesagt, ne? Gut, dann die sind noch relativ neu aus der Blossom Stories LE. Einmal den bärigeren Morning Glow und den Delicate Light, die 20, so ein Orangeton. Die sind in diesen schönen Pappverpackungen. Und hier sieht man auch noch das Overspray. Ganz schön. Es war so ein goldenes Blattblüten-Overspray. Das sind zwei schöne Jungs. Schmeiß weg. Ah. Auch nicht so wahnsinnig viel benutzt. Die sind eher ein bisschen schierer. Aber alleine verpackungswegen musste ich die auf jeden Fall haben. Die konnten auf gar keinen Fall da bleiben. Niemals. Oh mein Gott, der ist sowas von uralt. Das ist von The Body Shop. Blush Shade Petal, den gibt es auch noch tatsächlich. Der ist locker 15 Jahre alt. Und den hellen Ton habe ich sowas von abgerockt. Sieht man das? Die coole. Alter, das war auch so ein Teil, was ich viel benutzt habe und mich nicht wirklich erinnern kann, was ich damit gemacht habe. Abgesehen davon, dass es mir wahrscheinlich ins Gesicht geklatscht habe. Holy Beauty Festival, den Blush Stick, einer meiner wenigen Blush Sticks.
Benutze ich auch viel zu wenig, aber da es mein einziger ist, behalte ich den auf jeden Fall. Dann die wunderbare Glow Touch Reihe, Standardsortiment. Den gibt es nicht mehr. Das ist Touch of Daisy, das ist der pinke. Der ist matt, obwohl es Glow Touch ist. Touch of Amber gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Touch of Garnet ist einer der neuen. Den gibt es auf jeden Fall noch. Touch of Berry gibt es auch noch, meine ich. Touch of Hibiscus bin ich mir nicht sicher. Und Touch of Peony gibt es auch, glaube ich, noch. Der ist mega. Das ist so ein kann ich immer tragen Blush, macht einen frischen Glow. Der ist also der Touch of Peony. Das ist so ein kann man immer machen. Und der Hibiskus weiß ich nicht. Ich glaube, das ist momentan die Range. Das ist die aktuelle Range, meine ich. Peony, Hibiscus, Berry und Garnet. Ich glaube, die vier gibt es gerade. Und Amber und Daisy sind schon länger raus, glaube ich. Und dann habe ich hier noch Touch of Fuchsia. Den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Kann ich die sortieren? 60, 80, 50, 70. 70 gehört hier hin. Ich schmeiße sie auf jeden Fall einmal alle. Also jeder muss einmal auf jeden Fall runtergeschmissen werden, weil sonst ist es nicht mein Video. 10 und 30 und 15. Also die 20 habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die jeweils gab. Das ist meine 7 Stück aus der Glow Touch Reihe. Ich mag die sehr gerne. Also die P2 Blushes kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Tue ich mal hier schön hin, dass die hier alle zusammen sind. Dann hier Beauty Voyage LE. Die war sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ich finde, die erinnern ja so ein bisschen durch dieses Muster, durch dieses Multicolor-Muster an Mortadella-Scheiben. Vor allen Dingen der Lila, ne? Irgendwie, da hatten aber auch mehrere die Assoziation mit Mortadella-Scheiben wegen den kleinen Punkten. Ja, die sind auch sehr schön, sehr schöner Glow. Also P2 macht immer tolle Blushes. Das ist Dewy Glow, der rote, und Rising Sun, der pinke. Auch da könnte man überlegen, ob das nicht eher Rising Sun ist als das. Aber da steckt's nicht drin bei P2, ne? Wir sind ja alle nicht im Entwicklerteam. So, mehr P2, mehr P2. Das war Beauty Safari, die Sommer-LE vom letzten Jahr, meine ich. Oder vom vorletzten Jahr? Vom vorletzten Jahr, weil letztes Jahr hatten wir ja Sunshine Goddess. Die kommen auch noch. Also vorletztes Jahr Beauty Safari LE, Sommer LE, diese Duo Blushes. Diese Duo Blushes, einmal in diesem Rot-Koralle-Ton und dieses Pink-Lavendeltönchen oder Mauve-Lavendeltönchen. Summerly Rush, die 20. Und hier, das ist 10 Sunny Reflection. Ein sehr schönes Design, mochte ich auch sehr gerne. Dann haben wir hier, habe ich gerade von gesprochen, Sunshine Goddess. Das ist wirklich die LE vom letzten Sommer. Einmal die 10 Sensual Rose und die Delicate Peach, die 20. Das sind sehr schöne, schiere, aufbaubare Blushfarben. Wenn ihr die in der Sammlung habt, holt die unbedingt mal raus. Die haben so einen schönen, also die reflektieren schön. Also guck mal, ich kann das Display leider nicht erkennen. Ich hoffe, man erkennt da was. Ja, das sind so golden, schiere, wunderschöne Blushes. Also falls ihr die zu Hause habt, holt die definitiv mal wieder raus. Muss ich auch mal wieder rausholen. Dann tue ich die mal ein bisschen weiter nach vorne. Dann haben wir hier diese zwei Herzchen aus der teilweise noch zu harmenden Kelly Vibes LE von P2.
Das ist einmal die 10 Roller Girl und die 20 Barbie Doll. Und das sind so ganz schiere Jungs, aber die Verpackung ist einfach mega. Jedes Verpackungsopfer. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die auf diesem YouTube-Channel hier unterwegs ist, die ein Verpackungsopfer ist. Kam an denen nicht wirklich vorbei, würde ich sagen. Und die kann man auch schichten, aber ich sag mal so, eine Farbe hätte gereicht. So unterschiedlich sind die nicht. Falls man überhaupt was sieht, ich weiß es nicht. Ich sehe halt hier jetzt nur das Negativbild auf dem Display, weil das so gekippt ist. Aber ja, es ist kein rausgeschmissenes Geld, aber einer hätte auch gelangt, sagen wir es so. So, jetzt fällt das hier schon um. Macht nichts. So, weiter mit P2. Wo habe ich noch P2? Hier habe ich noch P2. Hier habe ich noch P2. Klöter, Klöter. So. Wieder so ein Oldie. Die gibt es auch schon nicht mehr. Feel Good Mineral Compact Blush in Candy Coral, die 445. Das ist auch so eine eingeschobene Nuance, aber damals wusste ich das noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich genau den genommen habe. Der ist halt auch sehr krümelig. Und der hat richtig groben Schimmer noch. Also da sieht man auch, dass die Qualität da deutlich besser geworden ist. Der ist richtig kalkig. Aber ich meine, das ist einer meiner ersten Blushes gewesen. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Fraglich, ob ich den je wieder benutzen werde, aber er bleibt mein letztes Wort. Eine relativ umstrittene LE tatsächlich, diese hier. Weil manche fanden das Design einfach nur kitschig und hässlich. Ich fand es super geil, die Some Like It Hot LE. Einmal in der 10 Sunrise und der 20 Sunset. Die haben sogar einen Spiegel, was ich richtig cool finde. Ist auch nicht gängig bei Drogerie LEs. Da haben wir den pinken und den roten. Die sind mega pigmentiert. Die habe ich auch relativ viel benutzt. Wie man an dem fast nicht mehr vorhandenen, der nicht vorhandenen Prägung sieht. Ich habe die euch jetzt hier mal geswatcht. Hier der pinke und hier der rote. Die sind mega pigmentiert. Mit so einem schönen Sheen und... Ja, die waren super. Also die habe ich auch, wie man sieht, sehr gerne benutzt. Und ich bin sehr froh, dass ich sie mir damals geholt habe. Auch beide, weil beide Farben echt cool sind. P2, Essence, Catrice, Essence, Alverde. Ihr gehört hier schon mal gar nicht rein, Essence und Catrice. Ich muss noch mal gucken wegen P2. Das ist noch P2. Das ist Trended Up. Altera, keine Ahnung. Das ist alles nicht P2. Okay. Gut, dann haben wir auch da noch. Und den noch. Da fehlt aber einer. Da. Ja, P2. Ich brauche zwei freie Hände. Dann versuche ich das hier mal so ein bisschen zu sortieren im Off. So, hier haben wir die nächsten Herzchen. Das waren quasi meine ersten LE-Schätze. Just Dreamlike LE. Einmal die 10 Hearts Desire und die 20 Greatest Wish. Die sind von der Verpackung, das ist dieselbe Verpackung wie bei den Kelly Vibes Blushes. Nur, dass das hier matt rosa ist und das ist glänzend schwarz. Und dadurch ist das so versifft und versaut gewesen. Das haben sie hier deutlich besser gemacht. Aber das ist auch, ja, ich würde mal sagen, das hatte was mit Produktentwicklung zu tun, dass man sich darum kümmert, dass das nicht jetzt bin ich mit dem Finger reingedatscht. Dass man da sich darum kümmert, dass die eben nicht so rumstauben und versiffen wie diese hier. Aber die LE ist auch schon knapp 3 Jahre her. Und da hat meine LE-Jägerschaft so ein bisschen angefangen. Und die waren auch echt schön. Und die waren auch mega gehypt. Die kamen halt so
Die wurden so als Dupes gehandelt. Ja, die sieht man jetzt auf meinem tätowierten Arm natürlich nicht so gut. Aber die wurden als Dupes gehandelt für die Two-Faced Herzchen-Geschichten da. Two-Faced waren ja auch die ersten, die mit dieser Herzgeschichte rauskamen. Und die da den Stein so ins Rollen gebracht haben, was diese ganzen Herzchen-Verpackung angeht. Ich glaube, ich tue die einfach mal hier rüber. Die Herzen. Irgendwie. Ah! Das hält hier alles nicht. Nein! Ich tue mal den dicken Kabuki hier hinten hin. Als Stütze und putze mir mal eben meinen Arm ab. Juhu, ich habe sie aufgebraucht. Die Rhabarber-Stinketücher von Isana. Gott sei Dank, die waren echt eklig. Ich mag diesen künstlich eklig säuerlichen Rhabarber-Duft auch nicht. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, Two-Faced, ne? Also Two-Faced hat ja diese herzchenförmigen Teile rausgebracht. Und dann hat jeder das abgekupfert quasi. Auch P2, sogar mehrfach. Festival Spirit LE war auch nicht so gehypt, weil die Blushes zum einen nicht so gut pigmentiert waren. Die Farben waren nicht so besonders. Ich habe sie mir trotzdem beide geholt. Ich habe sogar einen, wo ich das Overspray noch drüber gelassen habe, weil hier steht drauf, Hope you feel beautiful today, mit so einem Kussmund. Und ich wollte halt einen, der heil bleibt sozusagen. Und das sind so schiere Schätzchen, natürliche Schätzchen, so ein Rosenholzton und so ein orangelichen, kupfrigen Ton. Die sind ziemlich krümelig. Ja, 10 Hashtag Ultraschein und Hashtag Ultra Bright finde ich jetzt für die Farben, die da rauskommen, ja, ich verstehe die Namensgebung da in dem Fall nicht, weil sie sind weder Ultra Shine noch Ultra Bright. Also da gefallen mir die anderen LEs deutlich besser. Also viel, viel besser von der reinen Farbabgabe her. Aber der Print, der da drauf ist, gefällt mir halt. Ich zeig euch, ich kann ihn euch jetzt leider nicht zeigen, weil da die Kamera drauf steht. Aber vielleicht habt ihr den ja auch zu Hause, dann wisst ihr ja, wie die aussehen. P2 Mystic Whisper, eine mega LE. Da habe ich auch noch einen mit Overspray, weil das Overspray war so in einem hellen Silber. Alle Blushes müssen definitiv mindestens einmal runterfallen, um ihre Echtheit zu beweisen. Und da hat man diesen interessanten ockerbräunlichen Beige-Ton. Die 10 Delicate Rose. Ich finde, es hat jetzt nichts von Rose, aber gut. Und die 20 Central Mauve. Auch Mauve erkenne ich hier nicht. Ich finde, es ist ein beige-braun-ockerton und ein Weinrot. Also ich würde Sensual Wine oder Winery oder keine Ahnung was, hätte ich schöner gefunden für die Blushes. Ich zeige euch mal hier bei dem dunkelroten, sieht man noch so ein bisschen die Prägung. Die hatten nämlich nicht nur so ein schönes Overspray, sondern auch eine schöne Prägung. Und das sind sehr spezielle, schöne Farben. Ich tue die Herzchen mal hier an die Seite. Da passen die gut rein. Da stört sie keiner. Da klötern sie nicht irgendwie doof rum. So. Ja, aber die zwei, die passen vielleicht hier noch mit rein. Ja, sehr gut. Dann P2 Fabulous Beauty Gala. War so ein ganz kleiner, unauffälliger. Das ist Bold Peach, die 10. Da gab es auch noch einen anderen, die 20. Der war noch korallfarbener. Den habe ich mir nicht mitgenommen. Ist so ein ganz kleiner Blush mit nur 5 Gramm. Die LE ist auch ein bisschen untergegangen. Also ich habe die nicht wirklich wahrgenommen in den sozialen Medien. Die ist so ein bisschen, das war so eine Einschub-LE, also die parallel zu einer anderen LE lief. Das macht ja P2 ganz gerne. Momentan ist ja auch in manchen DMs schon diese LE hier gekommen. Ich habe euch davon erzählt, von dieser Wasserprägungsoptik.
Und ich weiß, ich habe gesagt, ich brauche kein Puder. Brauche ich auch nicht. Aber ich musste diese Verpackung haben und da ist halt so ein mattes Kompaktpuder dabei mit einem kleinen Spiegel. Und ich fand diese Verpackung, das ist doch irre. Das ist doch irre, oder was? Das ist doch mega, das ist doch krass, oder? Und so sind alle Produkte designt. Das ist Sea to Face Compact Powder in der 10 Sea Breeze. Und die LE heißt... Ich hab's gesehen. Beauty Blues oder so? Irgendwas mit Blues. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Hammer, oder? Ich musste den haben. Der musste mit. Deswegen... Aber alles andere habe ich stehen gelassen. Das waren nur so Lipglosse und Lipgloss-Topper und cremige Lidschatten und so. Das hat mich alles nicht interessiert. Aber das Puder muss ich mitnehmen, alleine wegen der Verpackung. Verpackungsopfer! So, Retro Repeats. Das war die Zeit, wo alle LEs was mit Retro hatten. Jetzt momentan haben ja alle LEs irgendwas mit Bohemian. Und hier hatten alle LEs irgendwas mit Retro. Und das ist dieser Bronzer-Blush-Kombi-Gedöns. Ist so ein schönes, kupfernes, koralliges, kleines Dingelchen. Finde ich ganz geil. Das ist die 10 Happiness. Oh, 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 oh. Oh, jetzt bin ich... Soll ich noch ein Bild? Ja. Der ist ganz schön. Da gibt es ja noch einen anderen von. Habe ich den hier mit rein sortiert? Nee. Hier? Ich habe. Hier ist der. Genau, das ist ja der andere, der Retro Repeats Remember Me Duo Highlighter. Und das soll auch ein Highlighter sein. Welchen Hautton muss man denn haben, damit das hier ein Highlighter ist? Für mich ist das ein Blush. Also kommt es hier in die Schublade mit rein. Dann haben wir alle P2 Sachen, soweit ich jetzt im Bilde bin. Ja, das ist jetzt P2. Alles, was ich von P2 habe. Jetzt kommen wir zu random Marken, sage ich jetzt mal so. Marken, von denen ich nicht ganz so viel habe. Nehmen wir doch erstmal die ganzen runden Teile hier raus. Altera, Alcina, das ist Alverde hier. Ich versuche das ein bisschen vorzusortieren. Trended Up. Das ist Trended Up. Das ist auch Trended Up. Das ist auch Trended Up. Reval de Loop. Hier ist nochmal Essence. Manhattan. Also ich habe hier zwei so MAC Studio Blushes. Die sind aus so einer Make-up Collection aus dem Weihnachtsgeschenk, was ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Guck mal, wo die reinpassen. Auch die passen hier zu meinem Kabuki noch mit rein. Dann habe ich den Golden Wish Blush, Multicolor Blush Rouge aus der Alterra LE von Weihnachten letztes Jahr. Das ist so ein schönes gedecktes Tönchen. Den kann man auch schön aufbauen. Hier ist der. Ja. Ist ein ganz nettes, auch ein nettes Design. Das ist Glory Wish, die 10. Dann habe ich von Alcina hier den Multi Benefit Powder. Den finde ich sehr, sehr nice, weil man kann sowohl den Blush nehmen, als auch das Gemischt auftragen. Und der hat einen sehr schönen Schimmer. Finde ich sehr schön. Was habe ich hier noch? Hier, den Blush aus der The Golden 20s LE, Highlighter and Blush. Der ist ja mega gehypt gewesen, zu Recht. Ist ein gebackenes Produkt. Super, super schön. Ist der schmal genug hierfür? Ja, ich tue den lieber hier hin, dann beult sich das nicht so aus. Dann habe ich hier einen Max Factor Blush in der Nummer Alluring Rose.
ich gucke mir die ab und zu mal an, ne? Und dann swatche ich die und denke so, oh, die sind echt schön, ne? Aber ich, also die sind wirklich schön, wirklich, wirklich schön. Aber das sind nur, das sind keine 5 Gramm. Lass es mal 3 Gramm sein, was hier drin ist. Steht hier nämlich nicht drauf. Und die kosten irgendwie 8 oder 9 Euro. Und das ist mir einfach echt zu teuer. Das, ich würde nicht so viel Geld für so ein Mini-Mini-Blush ausgeben. Also ich weiß, dass viele die lieben und viele die toll finden und sagen, das lohnt sich. Aber ihr seht ja, wie viele Blushes ich habe. Und die Frage ist, klar, muss ich mir überhaupt jemals wieder einen Blush kaufen? Die Antwort ist nein, muss ich nicht. Aber es ist halt eine Sammlung. Und ich möchte halt alles sammeln, was ich schön finde. Und die sind es mir halt einfach irgendwie nicht wert. Ich hätte sie gerne, aber ich bin nicht bereit, das Geld auszugeben. Kennt ihr das? Hier haben wir 2 von Maybelline. Einen habe ich mir selber gekauft. Den hier, den Rose Madison. Die gehen so komisch auf. Bis ich gerafft habe, wie man die aufmacht, das hat ewig gedauert. Den Rose Madison habe ich mir selber gekauft und den Dare to Pink, den hat mir Luzi, glaube ich, geschenkt, weil sie den geschickt bekommen hat und das ist ja mal so überhaupt nicht ihre Farbe. Wer Luzi kennt vom Kanal Unfugrandenfunk, ich glaube, wenn sie pinke Blushes trägt, dann auf jeden Fall nicht so ein Kaliber, oder? Also die hat man, aber die trägt man nicht. Im Red Hat Quarter, oder? Ich weiß es nicht. Ist hier eigentlich unten noch irgendwie ein Pinsel oder so drin? Weil die Verpackung ist so dick. Die sind auch relativ teuer. Beinhalten 5 Gramm. Aber die finde ich ganz schön. Also wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte als P2 und Essence und so, der kann sich die auf jeden Fall mal angucken. Alter, was machen die denn da draußen? Moped fahren? Beauty UK Blushes habe ich geschenkt bekommen von der lieben Michelle. Ja, ne? Von der lieben Into Minds hier auf YouTube. Wow, Tastaturreiniger. Das sind sehr schicke Blushes mit Schimmer. Die mag ich auch echt gerne. Die gibt es bei Cosmetic for Less. Dann haben wir hier Rival de Lubiang Petite Romance Blusher. Ein sehr schönes Blush. Alle, die den sich geholt haben, gerne mal wieder rausholen. Ist ein mattes Schätzchen. Ja. Und hat halt diese Farben und er gibt einen sehr schönen natürlichen rosa Ton. So, jetzt kommen wir zu den ganzen gebackenen Monstern. Da fehlt aber einer. Der kommt bestimmt dann im Verlauf noch zum Vorschein. Das sind diese Alverde Riesen, diese Mega Monster Blushes. Zu denen gibt es auch noch so einen bläulichen Ton. Der liegt, glaube ich, woanders. Also auf meinem Schminktisch. Irgendwo. Habt ihr das Schlockern gehört? Ich habe es auch versucht zu ignorieren. Ist das hier irgendwo mit dabei? Nee. Ah, okay. Die sind jetzt umgefallen. Aber gut, da ist auch kein Gegengewicht vorhanden, ne? Noch nicht. So, genau. Das sind die Alterra. Die sind die älteren. Das waren die von diesem Jahr im Frühling, meine ich. Das ist Morgenröte und der andere heißt Blumenwiese, meine ich. Dann hier haben wir Dizzy Peach und Lolly Pink. Die Alverde Highlighter, Bronzer, nein. Alverde Blushes. Die Alverde Blushes gibt es, seid ihr noch da? Ja. Die Alverde Blushes gibt es bei DM und das waren LEs, aber in der Standardtheke gibt es auch so einen Pinkton. So einen marmorierten Pinkton. Den habe ich mir nicht gekauft, weil, ja, gerade so Lolly Pink. Das ist ein Statement Blush. Da ist Overblushed sein eigentlich vorprogrammiert und die sind wunderschön.
schönen Schienen haben die. Die riechen auch noch in Ordnung. Die sind noch haltbar bis 8,17 und 9,17. Ja, der läuft eigentlich nächsten Monat aus. Also in 6 Wochen. Wir behalten den im Auge. Falls ihr die habt, guckt mal, ob eure noch gut sind oder ob die schon komisch riechen, weil da ist ja Glycerin drin und ich glaube, das ist der Inhaltsstoff, der die dann umkippen lässt, wenn ihr die zu warm lagert oder wenn die sich unwohl fühlen, die Blushes. Wenn sie sich nicht so gut gelagert fühlen oder so, dann ist, glaube ich, der Glycerin, das Glycerin der Auslöser, warum das dann schlecht wird. Trended Up Cool Breeze LE war die Vorgänger LE zur jetzigen Bohemian Tropics. Nee, Tropicalize. Also Tropicalize ist aktuell. Cool Breeze war die LE davor. Außer dieses eine Blush fand ich alle anderen Produkte zu glitzerig. Von daher, vielleicht findet ihr den noch in eurem DM, wenn der vielleicht ein bisschen hinterher ist. Ist so ein schöner kühler Rosé Blush mit goldenem Schimmer. Das ist die 20, der dunklere. Also alle anderen Sachen sind heller oder bräunlicher. Ingenious LE war, glaube ich, die Vorgänger LE zu der Cool Breeze, meine ich. Oder war da noch eine dazwischen? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich beide Farben. Einmal dieses eher kühlere, pflaumigere und dieses peachigere Quattro Blush. Da sind 4 Farben drin, 10 und 20. Die sind auch echt schön. Matt sind die vor allen Dingen oder so semi-matt. Aber die haben keinen Schimmer, keinen Glitzer. So, viel ist nicht mehr. Dann haben wir diese Schublade sortiert und ich finde, sie sieht wesentlich besser aus als vorher. Hier haben wir einmal eine Empfehlung von der lieben Luzi vom Kanal Unfug Rundfunk. Ist ein Dupe zum Rose Gold, oder? Nee, der ist... Ich glaube, der ist ein bisschen... Also das ist auf jeden Fall der Secret Lovers, die 34L von Manhattan. Und dann swatche ich euch mal den Rose Gold daneben. Das ist der Rose Gold von Sleek. Oh, der ist viel... Nee. Also, wenn man jetzt böse sein will, sagt man, der ist schlecht nachgemacht. Also das ist der Secret Lovers. Der hat Glitzer. Der hat silberne Glitzerstückchen und Goldschimmer. Und der Rose Gold, der ist mehr Peachfarben mit so einem pinken Duochrom und Gold. Also der ist schon echt irre. Also der Rose Gold von Sleek ist irre, würde ich sagen. Und der Puder Rouge von Manhattan ist ähnlich, aber ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Der ist dagegen echt eine schwache Nummer. Also, ich wollte dich nicht verletzen, kleiner Blush, aber dieser Vergleich, ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also, es ist eine Familie, aber sie... Ich sag mal so, die sind sehr entfernt miteinander verwandt. Hier haben wir eine wunderschöne Sleek Palette, die habe ich auch geschenkt bekommen. Von der lieben Into Minds. Und das ist Pink Sprint. Die 366 Pink Sprint. Da sind drin Pink Parfait, Pink Eyes und Pink Teeny. Die sind richtig monsterpigmentiert, wie ihr vielleicht daran sehen könnt, dass nur das, dass meine Haut es nur kurz berührt hat. Hier so. Die sind mega pigmentiert. Kann ich den hier nicht hier oben mit hin tun? Dann tue ich diese hier nach unten und dann tue ich das hier mit nach oben. Weil hier oben sind eigentlich eher so Blushes, nicht so Drogerie-Blushes, sondern mehr so, ja, Kiko und Urban Decay und sowas halt drin.
aber ich glaube, ich tue mal die ein paar Sachen da oben raus. Hier sind noch die zwei aus der Meet Me in Venice, die liebe ich über alles. Das sind absolute Megaschätze von mir. Ist hier noch irgendwas anderes aus der Drogeria? Milani ist hier oben noch drin, aber ich glaube, das lasse ich auch hier erstmal. Ja, Meet Me in Venice. Absolute Ultra Mega LE Blushes. Ich liebe die. Meet Me in Venice, das war meine, mit Abstand, meine Lieblings-LE ever. Ever, 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 würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Dann habe ich hier den Fashion Professional Mosaic Blush. Den habe ich auch geschenkt bekommen mit dieser wunderschönen Herzchenprägung. Ich weiß nicht, wo man den kriegt, aber der ist echt süß. Einmal Alverde Naturkosmetik. Das ist so ein ganz natürlicher Blush mit einem leichten Schimmer. All About Nude Blush, das stimmt. Natural Rose, die 10. Und den Milia Dumont Blush, den muss man ordentlich schichten, bis da irgendwas auf der Haut zu sehen ist. Auf jeden Fall bei meinem Hautton. Da gab es nur den einen. Das ist das Rouge Puder aus der Milia Dumont LE. Milia Dumont LE. So. Dann haben wir hier noch Blush Me von Youstar. Die gibt es auch bei Douglas. Ich habe heute eine Miss Lintheke gefunden. Das ist übrigens ein mattes Blush. Finde ich ganz niedlich. Ich habe heute eine Miss Lintheke gefunden. Und zwar bei meinem Karstadt. Und ich bin ja so selten in der Innenstadt. Hat mich jetzt nicht super umgehauen. Aber es war schon interessant. Aber es war mir zu teuer. Ich wollte ja gar nichts kaufen. Und ich habe mir trotzdem ein Bronzer gekauft bei MAC. Ah, limitiert. Ah, Fruity Juicy. Ah, Make-up Cat hat mich doch angefixt. Als ich ihn auf der Haut hatte, dachte ich so, ach du Scheiße, ich muss ihn doch haben. Naja. Aber Miss Lynn habe ich nichts, außer die... Die kann ich ja mal rauskramen, weil die gehören auch eigentlich nicht dahin. Und ich habe ja hier oben noch Platz. Also können wir ja die Miss Lynn-Schätze hier oben mit einsortieren. Nein, das ist Essence. Das ist nur dieselbe Verpackung. So. Das sind meine Miss Lynn Blushes. Die habe ich auch geschenkt bekommen. Aber es gibt ja auch die mit diesen Pin-Up-Girls drauf, die so ähnlich verpackt sind wie diese hier. Die wiederum alle so abgekupfert sind bei... Sag schnell, bei Benefit? Genau. Down Boy zum Beispiel ist auch so eine, in so einer Kartonverpackung. Ich glaube, das waren die ersten, die das gemacht haben. Hier haben wir ein Trended Up Powder Blush in der 30. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich aus dem Standardsortiment habe. Einen wunderschönen süßen H&M Blush mit Rosenmuster und den Lorac Blush, den ich auf dem Flohmarkt von Luzi geschenkt bekommen habe, weil sie den für wenige Schillinge geschossen hat und mir den dann geschenkt hat. Von Trended Up habe ich aber noch mehr. Wo sind meine Trended Up Blushes? Hier. Das war LE Infinitely Beauty. Das sind Megafarben. Das ist so ein schöner Korallton hier. Der schreit richtig Sommer. Der hat so ganz paar Glitzerpartikel, aber ist eigentlich ein mattes Blush. Das ist die 10. Und dann habe ich hier noch die 20. Das ist Kavams Kavooms. So hätte ich ihn genannt. Also ist so ein schönes Karmin oder Karmesin. Es ist also so ein ganz spezieller Rotton. Und die sind beide matt. Und ja, Hammer, oder? Also da bin ich echt froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Ich glaube, seit diesen hier hat Trended Up blushtechnisch nicht mehr so richtig eingerissen, oder? Wo habe ich denn noch Trended Up gehabt? Ach so, hier, Ingenious. War nicht so der Brüller. Nee, Ingenious habe ich hier und dann hier den Cool Breeze. Das waren aber alles nicht so die mega Gassenhauer, mega super Teile. Also,
Nee, war nicht so krass, was sie da gerissen haben in dem Bereich. Dann haben wir hier noch den The Honey Queen Honeycomb Blusher. Ich bin nicht so ein Fan von den V7 Produkten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Irgendwie habe ich die mir mal irgendwann gekauft, aber es war nie so mega love. So wie den Youstar Leo Blusher hier. Der hat mich auch nicht überzeugt. Also das kann man sich eigentlich alles schenken. Aber ich bin halt auch ein Typ, der Make-up-mäßig relativ oft auch den Geschmack verändert. Also früher habe ich nur solche rosa Candy, kühlen rosa Candy-Töne getragen. Der ist übrigens sehr schön, fällt mir gerade mal wieder auf. Der Revalde Loop aus der Pure Moments LE. Der kommt auf jeden Fall hier irgendwo mit nach vorne. Und mein Body Shop, den tue ich mal hier hinten hin. Und mittlerweile trage ich halt auch solche bamsigen Rottöne, Kupfertöne, Koralltöne mit Schimmer, ohne Schimmer, satiniert. Also ich wechsle da halt echt relativ viel. Und aufgrund dessen würde ich jetzt nicht, nur weil ich gerade keine glitzernden Lidschatten trage, würde ich jetzt nicht alle meine glitzernden Lidschatten verschenken. Nur um dann, keine Ahnung, 2 Monate später festzustellen, dass ich doch wieder Bock drauf habe. Hier haben wir noch so mit schönem Tastaturreiniger. Alter, wer benutzt denn so einen Blushpinsel? Falls einer von euch so einen Blushpinsel benutzt, sagt mir mal warum. Ey, wie viel Fallout hätten sie gerne? Alter. Also ich meine, so kann man natürlich einen Blush super aufbrauchen, wenn man so viel Fallout dann hat. Hier haben wir so einen schönen Pflaumeton. Auch von Revalde Loop Duo Rouge Highlighter im Sonderposten Cherry Blush. Ich glaube, es war Standardsortiment und der ist dann rausgegangen. Deswegen war der runtergesetzt. Ich tue den mal hier vorne. Und so finde ich die Schublade schon mal wieder viel schöner organisiert. Man kommt viel besser ran. Bis auf den Fallout, der sich jetzt hier so ein bisschen gebildet hat. Ich habe noch ein paar mehr Blushes reintun können durch die neue Aufbewahrung. Und ich gucke gerade mal, ich habe ja hier noch so eine kleine Schublade voll Sachen, die ich noch nicht so viel ausprobiert habe. Hier haben wir noch einen Blush drin. Das ist ein Lidschatten, noch ein Blush. Die können dann auch noch mit hier rein. Nee, das ist Essence. Der wohnt dann eine Schublade tiefer. Das ist von Yuma Cosmetics, dieses Puder Rouge. Das ist sehr gut pigmentiert, da muss man ein bisschen aufpassen. Ach, sonst nehme ich mal mein Body Kabuki hier mal. Tu das hier dazwischen. Dann können die Mystic Whisper Jungs auch noch hier dazwischen. So. Das passt doch ganz gut so. Und dann kann mein Kabuki Boy hier mit hin. Oder hier so. Ja. Dann hat der hier ein Zuhause gefunden. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Art der Aufbewahrung. Man kann alles gut sehen. Man kommt an alle Produkte gut ran. Finde ich sehr schön. Bin ich sehr zufrieden mit. 3 Schubladen haben wir jetzt schon sortiert. Ich finde, das sieht klasse aus. Das ist die nächste Schublade, die wir angehen müssen. Hier sind auch noch ganz viele. Also hier sind auch noch andere Marken jetzt drin, aber hauptsächlich Catrice und Essence. Hauptsächlich LEs, bis auf diese hier. Das ist Standardsortiment Catrice gewesen. Sieht man jetzt gar nicht. Die Jungs hier. Aber ich glaube, das Video ist mit fast einer Stunde auch jetzt lang genug. Das machen wir noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Hier unten. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und das hier, davon will ich gar nicht reden hier. Das machen wir definitiv auch noch. Das ist totale Platzverschwendung, was ich da unten mache. Und auch die oberen 2 Schubladen
Schauen wir mal. Ich glaube, die eine Schublade lasse ich so, die andere kann nicht so bleiben. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Sortierung. Ich kann gar nicht aufhören, die Schubladen rein und raus zu ziehen, weil ich so zufrieden und glücklich bin damit. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zugucken. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Tschüss.